herzlich willkommen bei den Hypno-Inspiratorials von Hypnovita. Kurze Ideen, Impulse, Gedankengänge für Hypnotiseure. Und heute geht es um einen hypnotischen Wert, und zwar die Freude. Freude daran, mit Hypnose zu arbeiten. Freude an den unendlich vielen Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn Sie die Kraft des Unbewussten utilisieren. Freude daran, mit Klienten an den individuellen Veränderungswünschen der Klienten arbeiten zu dürfen. Freude daran, dass Ihre Klienten möglicherweise Themen, die sie Jahre oder Jahrzehnte lang belastet haben, innerhalb weniger Sitzungen hinter sich lassen können. Freude daran, die Kraft der Sprache zu nutzen, um elegante Suggestionen zu entwickeln, die ganz, ganz tief in das Unbewusste Ihrer Klienten gehen. Freude daran, selbst bei der Hypnose ganz tief entspannen zu dürfen. Denn ein jeder guter Hypnotiseur wird dieses Geheimnis für sich sicherlich schon längst entdeckt haben. Und zwar die Tatsache, dass Sie nicht nur während der Sitzung selbst in Trance gehen können, sondern hierzu sogar verpflichtet sind. Schließlich wollen Sie, dass Ihr Unterbewusstsein mit dem Unterbewusstsein des Klienten kommuniziert und nicht versuchen, mit Ihrem Bewusstsein irgendwie das Unbewusste des Klienten zu überreden. Selbst in Trance gehen, das herrliche Gefühl der Ruhe, der Entspannung, des Krafttankens, des inneren Friedens genießen dürfen und gleichzeitig Ihren Klienten ein unglaublich schönes Geschenk machen zu können. Und zwar die Chance auf gelebte Veränderung. Freude daran, dass jede Begegnung mit den Klienten etwas komplett Neues sein wird. Wir Hypnotiseure arbeiten ja schließlich nicht mit Schema F, sondern ganz getreu im Sinne Milton Erickson's, der schon vor vielen Jahrzehnten propagierte, A new therapy for a new client, oder zu gut Deutsch, für jeden Klienten seine eigene maßgeschneiderte Hypnoseintervention. Freude daran, auch mal hin und wieder einfach mal so richtig schön auf die Schnauze zu fliegen, weil die Sitzung überhaupt nicht so gelaufen ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. Freude daran, dass Sie trotzdem die Kraft haben, wieder aufzustehen, sich kurz zu säubern, sich aufzurichten, das Feedback, das Sie mitbekommen haben, positiv nutzen und dann in der nächsten Sitzung einen Volltreffer landen. Tja, es gibt viele gute Gründe, warum man in der Hypnose Freude haben sollte. Jetzt ist es jedoch gerade bei Anfängern, also bei neuen Hypnotiseuren, die ihre Ausbildung erst vor kurzem absolviert haben, durchaus so, dass man am Anfang schon so ein bisschen eng wird und sich manchmal auch so ein bisschen gezwungen nahezu fühlt. Denn man hat Angst, es könnte etwas schieflaufen. Man befürchtet, dass die Klienten einen vielleicht nicht so ernst nehmen, wie man das selber gerne hätte. Und das führt dann relativ schnell dazu, dass die Freude verloren geht. Und das dürfen Sie keinesfalls passieren lassen. Denn Hypnose ist ja eine der schönsten Werkzeuge, die wir haben, um produktiv mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und der Beruf des Hypnotiseurs ist sicherlich eine der erfüllendsten Tätigkeiten, die man sich vorstellen kann. Da ist es ja geradezu Pflicht, dass wir dieses Tun und diese Tätigkeit, diesen Beruf auch mit einer gehörigen Portion an Freude erfüllen. Deshalb meine Anregung, mein Vorschlag an Sie: Nehmen Sie sich vor den nächsten Sitzungen, die Sie mit Ihren Klienten haben, einige Augenblicke lang Zeit, um kurz darüber zu sinnieren, zu meditieren oder sich selbst in Selbsthypnose zu fragen, was Freude für Sie bedeutet, wie Sie dafür sorgen können, Freude zu erleben in der Sitzung und aber auch, wie Sie Ihren Klienten mit dieser Freude anstecken können. Ich wünsche mir für meine Klienten, dass sie, wenn sie aus der Sitzung rausgehen, das Gefühl haben, etwas unglaublich Tolles erlebt zu haben, dass sie sich gestärkt, gekräftigt, balanciert, ruhig auf der einen Seite und trotzdem voller übersprudelnder Energie auf der anderen Seite fühlen. Und das gelingt sicherlich dann am besten, wenn sie
es Ihren Klienten erlauben, sich bei Ihnen mit dieser Freude, die Sie für ihr Tun und für ihre Tätigkeit empfinden, anzustecken. Ich hoffe, es war Ihnen eine kleine Freude, dieses Hypno-Inspiratorial zu sehen, und bedanke mich bei Ihnen allerherzlichst fürs Zusehen.